Hallo, ihr lieben MyQTube-Freunde. Nach dem Video von der Luzerne-Ernte möchte ich euch heute gerne mal das Miststreuen zeigen. Und auf dem Trecker heute habe ich Unterstützung dabei, nämlich meine beiden Cousinen. Hallo. Das sind Charlotte und Luise. Und denen erkläre ich auch, was wir hier machen. Da habe ich gedacht, da kann ich euch auch mitnehmen. Wir haben nämlich heute einen Lohnunternehmer da, der für uns den Mist auseinanderstreut, der sich über das Jahr ansammelt. Der Mist muss über das Jahr auf einer Platte gelagert werden. Also man darf das nicht auf dem Feld lagern, sondern das wird bei uns auf dem Hof gelagert. Und jetzt ist so die Jahreszeit, wo wir den Mist auseinanderstreuen lassen. Das heißt, der Mist wird aufgeladen mit unserem Radlader. Und der Miststreuer kann dann eingestellt werden. Da können wir genau die Menge bestimmen. Denn wir nehmen vorher Proben, wie viel Stickstoff und alles in dem Mist im Prinzip drin ist, damit wir genau bedarfsgerecht eine Menge ausbringen können. Das kann man dann alles an dem Miststreuer einstellen. Hier sieht man die Zapfwellendrehzahl, das momentane Gewicht der Zuladung des Streuers, die Kratzbodengeschwindigkeit in Metern die Minute. Hier zeige ich da an, wie hoch ich den Stauschieber stellen soll, um die Ausbringmenge von 100 Kubik pro Hektar zu erreichen. Hier ist die momentane Geschwindigkeit des Treckers. Hier zeige ich dann die momentane Ausbringmenge an, in Tonnen pro Hektar. Hier sind die Gesamttonnen, die ich heute gestreut habe, auf eine Fläche. Und das ist dann der Durchschnitt, was wir gestreut haben. Wir müssen den Mist natürlich direkt einarbeiten, genau auch wie bei der Gülle. Wenn man einen Acker befährt, wo im Moment nichts drauf wächst, also keine aktive Kultur drauf ist, denn auf diesem Stück hier haben wir ja den Weizen schon abgeerntet. Das heißt, hier ist im Moment keine Kultur drauf, sondern wir werden jetzt demnächst die neue Kultur einsehen. Und deswegen müssen wir das direkt eingrubbern, damit dann das Düngemittel auch noch später verfügbar ist für die neue Kultur.